Da habt ihr richtig gelesen, meine Kinder. Yeah, yeah. Ihr habt es euch gewünscht und nun ist es soweit. Der Umlautmann spielt Kirby. Zumindest die Demo von Kirby und das verlassene Land. Ja, ich kann mich noch erinnern, es war der 25. März 2022. Oh Gott, ist das lange her. Da kam das Game raus, aber zuvor gab es im eShop eine Demo. Und genau die hat unser Umlautmann damals angezockt. Viel Spaß bei meiner Erinnerung. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Zu einem neuen Game, zu dem dritten Game auf diesem Kanal. Was in diesem Fall angezockt wird, damit wir schauen, wird daraus ein Let's Play werden oder nicht. Freunde, die Rede ist von Kirby und das vergessene Land. Ein Game, was diesen Monat erscheint, aber ich schlage vor, bevor ich weitere Dinge erzähle, gehen wir erstmal gemeinsam ins Game hinein. Denn ja, die Demo für dieses Game ist erschienen und zwar gestern, glaube ich. Und ganz viele meinten, ey David, hast du das Game schon angezockt? Yo, wie schaut's aus? Zock's an, yo, yo, yo. Und ich dachte, ey, wenn das nicht eine Sache für den Zweikanal ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Dementsprechend schauen wir gemeinsam rein in Kirby und das vergessene Land und ja, keine Ahnung, was wir hier spielen müssen. Wir haben, warte mal, Demo, Solo-Modus, Team-Modus. Ich würde sagen Solo-Modus. Wir haben einmal den Rillen-Modus. Dieser Modus ist etwas rilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünzen als Belohnung. Frisch-Brise-Modus. Ein etwas leichter Spielemodus, in dem Kirby über viele KP verfügt. Perfekt geeignet für Action-Spiele. Dann steige ich mal da ein. Denn, kurzer Fun-Fact, ich habe noch nie in meinem Leben ein Kirby-Spiel gespielt. Das ist so mein allererster Berührungspunkt mit einem Kirby-Game. Umso spannender wird es einfach mal gemeinsam mit euch reinzuschauen. Kirby an sich kenne ich die Figur, ist unter anderem meine Main-Figur in Smash Bros., aber ey, noch nie ein Kirby gespielt, ich weiß nicht, worum es geht und ich weiß nur, dass Kirby ein sehr, sehr flauschiges Ding ist, was aussieht wie Pummeluff, was auf einem Stern am Rumreiten ist, als wäre es ein Tesla-Auto oder ein neuer, nagelneuer Ferrari und oh shit, es geht direkt in einen Sturm hinein, ich weiß auch gar nicht, worum es thematisch in Kirby geht, ob das überhaupt ein guter Einstieg ist für einen Anfänger, Freunde, mich würde es riesig freuen über viele Kommentare, von daher okay, wir werden schon von irgendwas eingesogen. I don't... Junge, diese Fresse! Junge, Kirby, let's go! Aber richtig draufhauen, was bist du? Guck mal, das Ding kenne ich auch aus Smash Bros. Oder so, glaube ich. Damit kann man auch kämpfen. Oder ich vertue mich, das kann auch gut sein. Wir müssen kurz auf die Mucke hören. Woo! Alright! Kirby, here we go! Oh mein Gott, das war's aus dem Trailer. Aus dem Trailer hat man gesehen, wie Kirby über so einem Auto ist. Also wir können im Prinzip Auto fahren. Das ganze Spiel sieht aus wie The Last of Us mit GTA-Gameplay. Und Alter, das sieht so schön aus. Also allein das Wasser von der Farbe her, generell mit dem Strand. Also klar, man darf dieses Game nicht mit Pokémon vergleichen, aber ey... Was soll man dazu sagen? Ich meine, ich habe es auf dem Hauptkanal in dem Video auch schon erzählt, aber das ist halt, ich will nicht sagen, irgendwo ein Witz, aber ey, what? Was passiert? Wir können das überspringen, aber wir skippen gar nichts. Wir überspringen nichts, das ist böse. Das ist eine Todsünde, Friendos. Yo, oh mein... Ich wollte gerade springen. Aha, lol. Ich muss mich dran gewöhnen. Mit A springe ich. Mit B kann ich Luft einsaugen, Freunde. Ich hatte erstmal ein ganz anderes. Junge, kann ich alles einsaugen? Und dann kann ich Dinge ausspucken? Ja, rillt, Alter. Tschüss. Oh, wow. Deswegen also in Smash Bros. In Smash Bros. Kann man ja auch so Ewigkeiten mit, mit Yoshi, sage ich schon, mit Kirby springen. Und genau dieselbe Fähigkeit haben wir hier auch. Also wie gesagt, springen, okay, springen, check. Wir spielen das Tutorial. Gott sei Dank. Ey, ansonsten hätte ich wirklich gar keine Ahnung. Ja, was bist du? Kann ich dich einsaugen? Ich rieche das Geld aus 3 Kilometern. Einsaugen. Und dann spucken, ausspucken. Woohoo! Ja, nice. Sehr, sehr wild. Alter, gibt es irgendwo Kirby ESL Games? Bist du ein Gegner? Das habe ich mir als spektakulärer den Fight vorgestellt. Aber wer weiß, vielleicht werden noch heftige Bossfights kommen oder so. Yo, tschüss. Also ich weiß auch gar nicht, was die Münzen mir bringen oder die Kirsche oder keine Ahnung, was ich hier tue. Das ist alles so... Das ist ein komplett neues Universum, eine komplett neue Welt für mich. Ich habe Bock, alles zu erkunden. Können wir Wandsprünge machen oder können wir hier oben hin? Ich will direkt out of the map bouncen. Yo, und das haben wir bereits im Trailer gesehen. Lol. Achso, ich dachte, jetzt kommt irgendeine Filmsequenz.
ich kann mich noch an diese Nintendo Direct erinnern, als ich meinte, yo, safe call, sieht aus wie The Last of Us. Hier runter können wir nicht, okay. Also hier gibt es keine Secret-Passagen, zumindest unten links nicht. Vielleicht kommen die noch später. Oh mein, wuhu! Power ablegen? Nein! Junge, das ist ja so... Alter, ich bin der ultimative Schwertkämpfer. Junge, selbst die Power Ranger schauen mir hinterher und werden neidisch und erblassen bei dem einzig... Wuhu! Alter! Junge, der kommt... Was bist du für ein Geroid? Junge, ich will das Schwert behalten. Scheiß mal auf den normalen Kirby. I'm sorry für diese Ausdrucksweise, aber come on. Das ist ja so nice. Schweben? Achso, ja, schweben habe ich auch schon gelernt, Bro. Ist das Lean, beziehungsweise, ja, kippt das Lean in die Sprite 187 for life. Kirby, du weißt, was der Lifestyle ist? Jesus, Maxwell, Digga, komm zu meinem Heimspiel, voll verkatert vom Long Island Ice-Tea! Junge, was bist du denn für eine Billig-Karmic-Kopie? Alter, ich hab den Spaß meines Lebens! Wuhu! Also, im Prinzip, Kirby ist ein Jump-and-Run-Game. Das dürfte, glaube ich, jeder inzwischen gemerkt haben. Vermutlich, vermutlich. Aber ich will es trotzdem noch einmal betonen, wie ein Lehmverkäufer. Alter, wäre ich jetzt runtergefallen, das wäre peinlich sein Urgroßdaddy gewesen. Freunde, jetzt wetten in die Kommentare hinein, schaffe ich es ohne zu sterben? Fragen über Fragen. Oh mein Gott, Karotten sind wichtig. By the way, muss ich euch eine Real-Life-Story von mir erzählen, wenn wir schon mal eine Karotte begegnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt hatte. Ich glaube schon in irgendeinem Stream. Bestimmt kann sich irgendwer daran erinnern. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich erzähle gleich erstmal die Story. Hallo. Wow, das haben wir im Trailer gesehen. Das haben wir im Trailer gesehen. Was geht? Oh nein! Oh, Kirby! Kirby! Okay, es wird Zeit. You wanna fight with me? Erstmal einsaugen, gar keinen Bock. Und aus Versehen saugen wir auch das Karren ein. Ey, so sieht das bei den Frauen auch immer aus bei mir, was? Oh, 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 oh. Stimmt, ihr könnt das Soundboard gar nicht hören, fällt mir gerade auf. What? Alter, das ist der neue Ferrari Rari. Warte mal, Spring- und Turbospurt. Guck mal, dieses Auto soll neu sein, habe ich gehört. Hui! Deswegen gibt es auch sau viele Memes davon. Hoho! Okay, Kirby sieht schon minimal bedrohlich aus. Es sah auch nur wegen den Augenbrauen so aus. Heilige Makrele. Aber kurze Arena-Story von mir. Oh mein Gott, wir können die Gegner einfach umsmashen. Aber ganz ohne Probleme. Tschüss! Hui! Ah, ich verpasse bestimmt. Alter, ein Schatz. Der meinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt. Oh yeah. Den schenke ich dir heute Nacht. Bam, bam, badam, badam. Also, Arena-Story. Ihr müsst wissen. Ich mag gar keine Karotten. Ich hasse Karotten über alles. Und der will diese Zwischensequenz mich hops nehmen, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte? Warum hat die Anfangspassage... Oh nein! Unsere Freunde, los, gib Gummi! Auch wenn der Motor kalt ist, gib ihn 3,5. Ist der Motor kalt, gib ihn 3,5. Die einzig waren Autosprüche. Müssen wir jetzt wieder abspringen? Vermutlich. Ausspucken. Okay, das war cool, das mit dem Auto, aber... Was muss, das muss, nicht wahr? Alright. Okay, ganz schön still geworden. Kommen wir jetzt zum ersten Endboss? Boah, wie es scheint, kommen wir zum ersten Endboss, oder? OMG. Mann, ich will doch nur eine Real-Life-Story erzählen. Ja, gleich beim Endboss. Das ist die beste Gelegenheit, die wir für eine Real-Life-Story bekommen können. Yo! Hör auf! Ah, nee, Leute, die werden gerade eingefangen. Okay. So viel zum Thema Laufen. Was ich gerade ein bisschen verwirrend finde, dass diese Zwischenanimationen nicht betont sind. Also es sind ja keine Soundeffekte. Aber sieht das heftig aus. Uh-oh. Und da werden wir auch noch eingefangen. Erinnert mich an das Mario Party Minispiel. Keine Ahnung, wie dieses Großohr ist. Sieht aber auf jeden Fall sehr sympathisch aus im goldenen Käfig. Das ist der goldene Käfig, der selbst geschaffen worden ist. Bam! Also kurze Real-Life-Story, ich hasse Karotten. Und im Kindergarten, das ist eine Story, die ich einigen immer erzähle. Das meinten auch einige zu mir, war sehr verwerflich von der Erzieherin. Im Kindergarten war meine Eltern haben mich immer mittags oder nachmittags abgeholt. Also ich musste nie allzu lange im Kindergarten bleiben. Und ich bin Mensch, ey, ich bin, was Essen angeht,
geht eigentlich gar nicht so verwöhnt, finde ich persönlich. Also ich esse wirklich alles. Und ich mag keine Karotten. Ich mag sie nicht von der Konsistenz her, wenn ich Karotten esse. Inzwischen geht's, aber als Kind ging's gar nicht runter. Ich muss auch Ewigkeiten kauen, weil ich's nicht runterbekomme. Woo! Und ich weiß noch im Kindergarten, bevor ich es vorlese, war ich einmal nachmittags da und musste Mittag essen. Und beim Mittagessen musste ich eine ganze Karotte essen. Und diese Erzieherin damals, die wollte unbedingt, dass ich diese Karotte esse. Und ich habe mich vehement geweigert und sie hat mich förmlich dazu, ich glaube sogar gezwungen, diese Karotte zu essen. Und ich habe dann eine Stunde oder so an dieser Karotte genagt, bis mein Dad mich abgeholt hatte. Und ich habe wirklich geweint vor der Karotte und wollte diese Karotte nicht essen. Ey, seitdem absolutes Karottentrauma. Ich hasse Karotten. Okay. Aber was wird aus den anderen Kerlchen, diesen Waddle-Dees? Die Yodley, Yodley, Waddle-Dees. Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Von Schlepp-Napp. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt! Dann wird Zeit, dies zu tun! Batman! Yay! Wie, du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Immer gerne. Dein Name ist also Kirby. Oh yeah. Freut mich, ich bin Elfilin. Elfilin, danke dir für deine Hilfe. Dann wird's Zeit, unsere Friendos jetzt zu retten, oder? Woohoo! Das ist der Starlight Express, Abschnitt 2. Urbane Graslande, Rilder-Modus, frische Brise. Wie nennt man den Rilden-Modus? Ist etwas Rilder und herausfordernder. Dafür wegen aber auch viel mehr Sternmünzen als Belohnung. Let's go, weil das war ja gerade schon echt easy, muss ich zugeben. Vor allem mit dem Schwert. Vor allem mit dem Schwert hatten wir es halt echt einfach. Können wir eigentlich sprinten wie Naruto? Hui, ausspucken! Woo! Junge, das ist ja easy. Gibt's ja auch Kombinationen. Alter, das ist so cute, das Game. Also generell von der Textur, von der Grafik her. Das ist so schön. Ey, das macht echt Fun. Ich muss ehrlich zugeben, ich wurde öfter gefragt, David, wirst du das Game irgendwann mal zocken? Habe ich auch wieder ein Schwert? Am Boomerang. Ah, ein Schwert fand ich cooler. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich zocken werde, weil, jetzt erkläre ich euch mal so den Struggle von kleineren YouTube-Kanälen, in Anführungszeichen. Und zwar so ein Struggle, den man als kleinerer YouTube-Kanal immer hat an Release-Games. Alle größeren YouTuber oder generell alle großen Kanäle werden dieses Game zocken. Und meistens ist es wirklich so, dass vor allem Release-Games, was man nicht denkt, Projekte sind, die schlecht laufen. Klar, sage ich, auf dem 2-Kanal ist es echt, ja, egal. Also ich meine, hier zocke ich aus Spaß. Aber ich glaube, trotzdem würde ich noch einen Ticken warten, weil YouTube wird so überflutet werden. Und ich bin mir nicht sicher. Ich mach's ganz lustabhängig. Ich mach's ganz lustabhängig, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen, bis das Game rauskommt. Nicht mehr allzu viel. Und von daher schauen wir mal. Also aktuell gefällt mir die Demo echt cool. Aber ich weiß nicht, wie die komplette Motivation sein wird. Für was? Oh nein, ich muss ganz gut über Dosen umgehen. Friss Dosen! Schluck Schnecken! Deswegen, wir schauen einfach mal spontan, Freunde. Vielleicht kann ich das hier auch heute umstimmen. Und gerade bin ich eigentlich auf einem sehr, sehr guten Pfad. Oh mein Gott! Wir haben Secret Exit wollte ich schon sagen. Einen Secret-Ausgang gefunden, aber hier ist auch noch irgendwas. Moment mal. Bevor wir jetzt den Dosenautomaten mitnehmen, will ich erstmal da oben hochklettern. Ist hier irgendwas? Hui! Digga, schü! Was ist das? Das ist hundertprozentig irgendein Secret, oder? Aber ich check nicht, was für ein Secret das ist. Vollstopfen. Let's go! Haben wir jetzt mehr? Schade. Hätte ja sein können, dass der Dosenautomat... Oh no! Shit, wir müssen eh ohne Dosenautomat weitergehen. Schade, Mama. Yo, was bist du? Schade, Mamme. Lade! Nein, Kirby! Kann ich das nochmal einsaugen? Okay, es funktioniert. Perfekt. Ich finde die Steuerung bisher auch ziemlich verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Bam! Okay, einmal Damage haben wir bekommen und auf geht's zum nächsten Star. Starlight Express. Starlight Express. Das haben wir schon in der Direct gesehen. Der einzig wahre singende Boss. Wisst ihr, ich hab's im letzten Animal Crossing Part erwähnt, aber ich hasse es, wenn in Kinderserien oder so gesungen wird, ich tu's selber. Aber bei mir hat Stil Freunde! Yo, was soll der Müll? Junge, was ist das für eine Kacke? Okay, Kirby, es wird Zeit, deine einzig wahre Fähigkeit einzusaugen. Woo!
Also man merkt schon, dass es, was? Digga, Moment, ich muss erstmal das einsaugen. Yes, sir. Und jetzt saugen wir das noch ein. Yeah. Okay. Abwärtspiekser. Woohoo! Ja, ist das brutal! Alter. Yo, hier können wir in den Boden rein. Digga, instant das Geheimnis gefunden. Woo! Also ich glaube, die meisten Dinge realisiere ich noch gar nicht, was es hier so zu finden gibt, aber bisher ist es echt cool. Vor allem, was für ein nices Detail, dass wir im Boden einfach ein Loch drin lassen. Hui! Wuhu! Hey, lass mich in Ruhe! Wo ist das große Ding hin? Es ist weg, gut zu wissen. Wo ist der Stier hingelaufen? Where? Stier! Wo bist du? Yo! Alter, bringe 5 Tulpen zu blühen. Ist das eine Sidequest? Ich glaube, das ist eine Sidequest, oder? Hier gibt es auch Sidequests? Okay. Wie es scheint, werden vor allem 100% in diesem Game ziemlich interessant werden. Und wir werden erstmal die Röhre zu Bruch bringen, wobei ich das nie in Real Life machen würde. Mich regen die Baustellen tierisch auf, Freunde. Hui! Alter, what? Können wir da oben hin? Wahrscheinlich nicht. Hui! Und da haben wir noch so ein Ding. Das erinnert mich so ein bisschen an Lego Star Wars. In Lego Star Wars gab es ja auch immer diese Maschinen, die man in jedem Level einsammeln konnte. Ich glaube immer 10 Stück um den Dreh. Alright! Kommen wir direkt zum nächsten Ding. Beziehungsweise zum nächsten Dude, den wir... Ja gut, wir haben ja noch eine Power. Okay. Jo, jetzt kommt noch der Hase dazu. Okay. Und die Gegner werden mehr und stärker. Ich sehe es kommen. Was bist du? Junge, was bist du? Jo! Das ist aber nicht so ganz TÜV-konform, was du hier tust, oder? Kann ich die Sterne einsaugen? Kuckuck, kuckuck. Ach so, wir sehen das Leben in der Mitte. Das habe ich schon fast übersehen. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, nicht wahr? Habe ich von einem Schulkollegen so gehört. Bangarang. Okay. Ich glaube, dass wir vorhin die einfache Schwierigkeit genommen haben, war ein bisschen zu einfach, eventuell. Zu einfach! Oh, kann man nicht anders sagen. Yo. Digga, ich will lieber das Schwert mitnehmen. Das hat viel mehr Stil. Yeah. Woohoo! Rette die versteckten Waddledees. Waddly, waddly, dito. Und wham. Ist damit die Demo vorbei? Oder wie lange ist die Demo? Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange die Demo überhaupt ist. Shish. Oh, das ist cool. Das ist so... Oh, wir müssen die anderen Waddledees auch retten. Dann snaggeln wir uns auf jeden Fall erstmal ein Stück Fleisch. Perfect. Und dann kann der... Oh, shit. Ich vergesse immer... Oh, Mist, die Knöpfe. Oh, Gott. Ein 101-Schwertfight. Wo ist er hin? Na, kann es sein, dass der Stier immer weg ist, sobald er außerhalb des Bildes ist? Scheint schon fast so. Junge, 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 Junge. Ich bin einfach begeistert. Ich bin maximal begeistert. Also ein Kumpel von mir hat damals immer Wii für Kirby gerne gespielt. Kirby für die Wii immer gerne gespielt. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber ansonsten habe ich wirklich gar keinen Bezug zu dem Game. Oh shit. The next check... Oh, guck mal, diese Pfeile nach oben. Das sind die Checkpoints. Ah. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Oh Mann, ey. Das ist total crazy. Alright, auf geht's. Yo! Müssen wir die überhaupt bekämpfen? Junge, ich lasse ihn einfach in den Tod laufen. Heilige Makrele. Alright, Kirby. Schluck Schnecken, beziehungsweise schluck diesen Wunder, das schluck das wunderbare Schild. Wham! Was bist du? Junge, das Ding sieht aus wie ein freaking Pokémon. Oh oh. Mal Kegelstopfer. Ah, lol, guck mal, wir sehen sogar unsere Leben. Müssen wir auf die Röhre hier springen? Ach, lol! Hä? Digga, wie besiege ich denn das Ding? Warte mal, das Ding da hinten ist repariert. Ach so, wir müssen ihn hier draufkauen. Wuhu! Aha, und jetzt können wir von hier oben ihm den Gnadenstoß geben. Auf dieser anderen Rätselbasis. Alright! Wham!
Digga, lol, sind das die letzten Weeble Deebles oder wie die heißen? Woo! Das war's, oder? War's das? Abschnitt abgeschlossen, schließe den Abschnitt ab, yeah! Ah, lol, bringe 5 Tulpen zum Blühen, das war die Sidequest, oh! Okay, wir haben bei weitem nicht alles geschafft, wie es scheint. So, Kirby wurde in einem rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Okay. Was ist das jetzt? Lightron OHG war ein gigantisches Unternehmen, das Forschung und Entwicklung auf vielerlei Gebieten betrieb. Elektronik, Biologie, Astronomie und vieles mehr. Die spätere Ausspaltung des Unternehmens legte den Grundstein für zahlreiche Konzernkriege zwischen neuen rivalisierenden Firmen. Okay. Verkehrskegel. Und das Verkehrskegel haben wir auch noch freigeschaltet. Alright, alright, alright. Der Rangel im Center haben wir noch. Okay, wie ich sehe, haben wir auf jeden Fall schon so ein bisschen in der Demo. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem ersten Part der Demo. Wenn ihr noch einen nächsten Part wollt, wenn noch genug Inhalt hier drin ist, gebt gerne Bescheid und bis dahin eure Meinung, eure Tipps gerne in die Kommentare hinein. Und ich sehe dich im nächsten Part von Kirby eventuell oder im nächsten Video auf dem Kanal. Haut rein, bye bye, cheerio.